Moin, meine Lieben. Ja, ich bin mal wieder jetzt unterwegs, so langsam unterwegs, Auto abholen. Was ich euch mal zeigen wollte, was ich hier eigentlich in Alanya auch ganz schön finde, nicht meine Fresse, die nicht. Oh, habt ihr gesehen? Das passt. Die Frau hält den Finger raus, der Bus hält an. Finde ich persönlich schön. Was aber noch schöner ist, ist, dass man hier überall Sitzgelegenheiten hat. Hier sind überall Bänke und es hat übrigens auch da hinten, jeder kannte das, dieses Yashil. Das war ja so eine Baklava-Kneipe. Ja, die hat jetzt hier aufgemacht. Ein neues Café, kann man ja mal ausprobieren. Ich denke mal, wer pfeift denn hier die ganze Zeit? Hier steht irgendwo ein Graupapagei, hundertprozentig. Irgendwo muss hier ein Graupapagei sein. Weil das Piepen kenne ich. Meine Schwester hatte auch mal so ein. Ja, sag ich doch. Leute, ich weiß nicht, könnt ihr ihn sehen? Moment. Da, wo der Typ sitzt. Rechts über seinem Kopf. Ich wusste es. Geil. Sehr gelehrige Tiere. Miep. Die eignen sich so viele Töne an, Leute. Die können sich anhören wie ein Handy, die können sich anhören wie eine Katze, die können bellen wie ein Hund. Und das Geile ist genau in der gleichen Tonlage. Also meine Schwester hat ja mehrere davon gehabt, musste sie jetzt leider abgeben. Und das ist Wahnsinn. Du weißt nicht, bellt der Hund oder bellt der Papagei, ja? Heute ist ein bisschen bewölkt. Aber warm, Leute. Ihr seht ja immer noch. Leute, mit kurzer Hose, T-Shirt. Boah, wir haben bestimmt 23, 24 Grad. Ungewohnt. In der Wohnung ist kalt. Nachts vor allen Dingen wird es, ich sag mal, nachts wird es kühl. 16 Grad, 15 Grad. Ja, meine Villa wird schon angegriffen. Scheißegal. Ja, ich spiele so ein Spiel nebenbei. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werde mich da, glaube ich, auch abmelden. Und dann bleibt die natürlich auch ausgekühlt. Also wie klimatisierter Raum eigentlich. Und dann muss ich dann tagsüber. Oh! Mein Hirsch kommt! Und ich habe einen vernünftigen Beifahrer. Ja. Mich oder mein Tipps härtert? Beide. So, Auto ist wieder da. Ja, ich renne hier ein bisschen nackt rum. Ist mir egal, weil es warm ist, Leute. Und heute gibt's. Da kochen die Kartoffeln. Hier kocht das Gulasch. Köchelt. Dann machen wir uns heute mal was Leckeres, wa? Ja. Und wenn ich es morgen schaffe, gehe ich morgen zum Friseur. Ah. Leute, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Nüsse esse, kriege ich diese Pickel. Ja? Ich esse ziemlich gerne Nüsse. Jetzt hatte ich in Deutschland keine gegessen, alles war gut und jetzt komme ich wieder hierher. Sehr eigenartig. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute mal aus den Höhen von Kestel. Also schau dir mal die Aussicht an. Also wenn man ein bisschen weiter oben wohnt, lohnt sich das immer. Da ist schon mal das Meer. Da sind die Berge. Leute, wir haben schöne, angenehme, ja, 22, 23 Grad wieder. Aber es kam auch eine Unwetterwarnung für heute rein. Das heißt, von heute 10 Uhr, also von heute Samstag 10 Uhr bis Sonntag, merhaba, bis Sonntag 12 Uhr. Wurden vor extremen Unwettern gewarnt. Wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, dass nichts passiert. Ja, aber wer weiß. Besser darauf vorbereitet sein, als nachher am Arsch zu sein. Warte mal. Mini-Auberginen. Ich weiß nicht, ob die sich hier einer züchtet. Auf jeden Fall, ich glaube, hinten sogar. Was ist, haben wir da noch? Im ersten Moment, wie gesagt, sieht aus wie Kartoffeln, aber das sind auch. Aubergine. Sieht zumindest so aus. Ja, solche
Residenzen, sage ich mal. Das sieht das ist echt wunderschön. Schöne Kakteen, Kaktusse. Es ist mitten in der Nacht. 11 Uhr. Die Oliven sind alle abgeerntet, Leute. Die Olivenernte ist vorbei. Ja. So, vorhin noch von geredet. Ja, der Regen kommt, das Unwetter kommt. Und wir sind, ich bin jetzt hier hinter oder knapp Ebrenzecki, meine Stelle des Grauens. Aber Leute, alles gut, Auto wieder heile, läuft vernünftig. Jetzt muss ich den aber wirklich mal langsam sauber machen, weil er sieht aus wie Sau und dreckig ist er auch. Aber ihr seht, es ist blästert ganz schön. Ich werde auch gleich mit der Geschwindigkeit runtergehen. Weil die Straßen hier, das geht ganz schnell und hier hast du noch Aquaplaning hoch 5. Ja. Auch hier schön Holz, damit geheizt werden kann im Winter oder die Öfen hier für Pizza angeheizt werden können. Ja. Bäh. Das Faszinierende ist, in Antalya am Flughafen ist alles trocken. Ja. Achso, ich wurde gefragt, warum ich immer so oft zum Flughafen fahre. Ich habe jetzt zum Beispiel den Urs weggebracht. Der Urs ist ein lieber Schweizer, den ich auch schon ein paar Tage kenne. Ja, und so zerbröselt der Keks mal. Natürlich kann man mich fragen, wenn man mit mir sehr gut befreundet ist, ja, ob ich sie abhole oder nicht, vom Flughafen oder hinbringe. Auto läuft wieder, alles wieder in Ordnung. Ja. Wie soll ich es sonst ausdrücken? Aber sagen wir so, ich bin gerne in Antalya am Flughafen. Das Wetter hier ist schön. Ohne Scheiß jetzt mal, Leute. Wie gesagt, jetzt haben wir hier ein paar Tropfen auf der Scheibe. Ja. So, und zack, alles sauber. Hier, ihr seht, die Straßen sind zwar ein bisschen nass. Die haben mir frisch gewischt eben gerade. Ja, mein lieber Urs. Ich habe dich gerade zum Flughafen gebracht. Da hast du mir erzählt, dass der Käfer so dein Auto ist, was du gerne haben möchtest. Und schau, ich weiß ja, du siehst meine Videos. Und der ist jetzt extra nur für dich. Tamam. Schaut euch dieses schöne Auto an. Ich habe keine Ahnung, 1303. Auf jeden Fall sieht der geil aus. Also, extra nur für dich. Ciao. Ja, Leute, und wie es schon wieder total unterschiedlich sein kann. In Alanya eben gerade, ihr habt es gesehen, Sonnenschein. In Antalya zwar trocken, aber bewölkt. Und hier Richtung Ebrenzecki schon wieder halber Weltuntergang. Noch geht es. Noch kann man vernünftig fahren auf den Straßen, aber ich denke mal, wenn das jetzt so weitergeht und das wird ein bisschen mehr werden mit Regen. Aber ich muss hier dann gar nicht runterschalten. Also mag kein Untertubig, mein Kleiner. Die ersten Felder stehen auch schon unter Wasser. Was hörst du da mit Wandlinger? Ja, egal, weil das kann, denke ich mal, ne, Leute. Aber toi, 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 bis jetzt ist alles im grünen Bereich. Kein Klappern auf der Vorderachse, der verdoppelt war am Blinker. Da haben wir bestimmt Familie. Ja, und der Regen, er regnet. Der Regen, er regnet. Oh, oh. Ja, jetzt geht's. Oha. Ihr hört es. Jetzt geht's los. Habe ich gerade gedacht, die ersten Felder stehen schon unter Wasser. Was? So sieht das dann aus. Aber das ist zum Glück nur auf dem Boden. Da drüben sieht es ganz bitter aus. Ha, die ersten Flüsse, Leute! Die ersten Mini-Flüsse sind mittlerweile leichte Bäche geworden. Schade, hat man nicht gesehen. Aber hoffentlich geht das alles gut mit dem Wetter die nächsten Tage. Und wenn man zu blöd ist zum Aufnehmen, sollte man es eigentlich lassen. Ich bin gerade durch den Tunnel gefahren und habe euch erzählt, dass da die Hebeanlagen oder beziehungsweise die Abflüsse gut funktionieren. Oh Mann, 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 Mann. Und ich quatsche und quatsche und quatsche. Und ich denke mir, warum ist denn der rote Punkt da noch auf dem Display? Weil ich zwei doof bin. Das muss ich auch mal sagen. Hammer. So, mein Lieben, ich sitze gerade mit einer anderen Auswandererin. Ich sag nicht, wer es ist.
Leute, prüft immer, wer eure Freunde sind. Ganz ehrlich. Jeder will von euch das Beste. Auch wieder hier in dem aktuellen Fall, wo eine Villa verkauft werden sollte. Für 105.000 Euro. Klingt im ersten Moment günstig. Jetzt gab es Probleme. Was für Probleme ist, ist egal. Muss man nicht unbedingt sagen. Worauf ich hinaus will ist, das Haus hat einen Normalwert von 65.000. Und 40.000 Euro draufgeschlagen. Das meinte ich mit gute Freunde. Der Allmanns-Bonus ist das oder der Yabanji-Bonus. Achtet darauf. 40.000 Euro sind aktuell fast eine halbe Million türkische Lira. Ja, also achtet darauf, wer wirklich eure Freunde sind. Es ist absolut, wie gesagt, mir kommt gerade die Kotze hoch. Ich höre die Geschichte jetzt gerade. Und mir kommt wirklich die Kotze hoch. Ich sitze hier gerade in der Gürtel-Limit-Jase, ihr sitzt hinter mir hier und unterhalte mich hier. Ja, ist wirklich traurig, wie man versucht wird, ich bin guter Freund von dir, versucht abgezockt zu werden. Es ist leider so. Achtet immer darauf, wem ihr hier vertraut. Ja, okay Leute. Eine Frage bzw. eine Bitte. Falls hier jemand ist, der gut Deutsch und Türkisch kann, die gute Frau braucht unbedingt dringend einen Übersetzer, der mit würde nach Bodrum. Würde auch bezahlt werden, alles ist kein Thema. Hotelzimmer, Essen, ist ein super Hotel da wohl in Bodrum. Obolus gibt es natürlich auch oben drauf, weil umsonst macht keiner was, ist klar. Wenn da draußen jemand ist, der Interesse hat, gut Deutsch-Türkisch spricht und die Zeit hat für die nächsten 3-4 Tage, bitte sofort melden, ganz schnell melden, damit ich der guten Frau Bescheid sagen kann. Ja, vielen Dank. So, zum krönenden Abschluss. Das konnte ich leider gerade nicht filmen, Leute. Hatte ich mal wieder eine tolle Begegnung mit der Gendarmer-Traffic hier in Marmutla. Und zwar, ja, das technische Defekt mit dem Gurt liegt immer noch vor. Und heute ist der Samstagsbazar. Und die stehen dann genau natürlich an dem Nadelöhr, wo viele Leute lange stehen und anhalten müssen. Dann können sie natürlich schön die Autos inspizieren. Und ich habe Fenster runter gehabt und fahre da vorbei und stehe direkt neben den Gendarmer. Der guckt mir ins Auto und sagt mir irgendwas auf Türkisch, ich verstehe es nicht. Und ich sage auf Deutsch, bitte. Und er zeigt mir so, also ihr wisst, ich so, oh pardon, angeschnallt. Er geht zum nächsten Auto. Also wie gesagt, Leute, es muss nicht immer Bußgeld oder Strafe sein oder ein böses Du-Du, sondern einfach ein freundliches darauf hinweisen, tamam, dann läuft das auch. So, das war jetzt für heute der Tagesabschluss. Ich hoffe, schauen mit dem Livestream heute Abend. Das Problem ist leider, dass es heute natürlich wieder am Samstag um 22.30 Uhr meine Bremer spielen. Also bei euch 20.30, bei mir 22.30. Deswegen verschiebe ich den Stream heute um eine Stunde wieder nach vorne, so wie es letzte Mal schon. Das heißt, ich fange von 19 Uhr dann bis 21 Uhr oder wie auch immer, 19.30 bis 21.30 Uhr an. Seht es mir nach, Leute. Aber ich bin gespannt, was da jetzt nach dem großen Trainer-Rauswurf und hin und her alles passiert. Also seid mir nicht böse. Livestream heute Abend, wenn alles gut geht, alles klappt. Achso, wie gesagt, Leute, es ist wirklich dringend auch mit der Bekannten, die braucht unbedingt jemand, der heute Abend spontan mit ihr nach Bodrum fährt. Ganz wichtig, wenn da irgendwo jemand ist hier in Alanya, der Zeit hat, die nächsten 4 Tage, wie gesagt, das Essen wird bezahlt, Unterkunft wird bezahlt, die Tage werden auch bezahlt. Also es muss keiner umsonst damit runterfahren, einfach nur, um Deutsch-Türkisch zu übersetzen. Bitte in die Kommentare oder bei mir privat melden. Bitte, Leute, wirklich, das ist, ich mache das, wie gesagt, nicht oft und nicht gerne, aber für die Tanja mache ich das schon gerne. Also wie gesagt, wenn da jemand da draußen ist, der spontan Zeit hat und mitfahren kann. Hotelzimmer, es ist alles bezahlt, Leute.